So, hallo und herzlich willkommen noch einmal heute hier in einem kleinen Format, kurzen Format zum JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Ja, es ist wirklich so die US-Markteröffnung, die wir uns betrachten. Ich bin mir ja nicht sicher, denn auch wenn ich das Event jetzt angekündigt habe, mit großer Dynamik, mit welcher der Dow Jones in die neue Handelswoche startet, so ist hoffentlich klar, dass wenn man sich den Kursverlauf anschaut, dass da eine ganz gehörige Brise an Ironie mit eingestreut war meinerseits. Denn das, was der Dow Jones da hinlegt, das ist wirklich echt bedauerlich. Also da kommt wirklich keine wirkliche Freude auf, so sage ich einfach mal, wenn man sich das anschaut. Wir klicken uns kurz durch den Risk-Disclaimer, dann werfen wir einen Blick auf den Dow Jones, aber wir wollen dann relativ schnell auch switchen, weil das macht, wie gesagt, kaum Sinn, da sich näher ausgiebig mit zu beschäftigen, wenn man sich diese Dynamik anschaut. Hier haben wir übrigens schon das Währungspaar, welches wir uns stattdessen betrachten wollen. Aber wie gesagt, zunächst der Blick auf den Dow Jones. Wir sehen, wir sind immer noch in einer unfassbar engen Trading Range, in der wir traden, zwischen roundabout 19.700 Punkten. Wir sind ja am vergangenen Donnerstag kurz mal nach unten aus dieser Range ausgebrochen und 20.000 Punkten nach oben. Das ist weiterhin so, dass ich denke, dass Long-Engagements nicht besonders attraktiv sind. Nichtsdestotrotz sich mehr und mehr bei mir der Gedanke manifestiert, dass da zeitnah vielleicht doch nochmal ein kleiner Stint auf der Oberseite kommt und die 20.000 fällt. Und an abschließend oder anschließend, nicht abschließend, sondern anschließend, sich eine schärfere Korrekturbewegung auf den Weg macht, die uns auch unterhalb die 19, unter die 19.700er Marke führt im Dow Jones. Ja, also klassisch wäre es jetzt gemeinhin so, dass ich dennoch versuchen würde, Short-Engagements einzustreuen, weil ich einfach denke, dass der Modus nach oben recht überdehnt sich darstellt. Der Klassiker wäre in diesem Zusammenhang, wir gucken uns die Open Range an, und zwar zwischen 15:30 Uhr der Kasseneröffnung an der Wall Street und dann 16:15 Uhr. Die Open Range, die befindet sich gerade zwischen 19.786 Punkten und 19.836 Punkten, also hat roundabout 60 Punkte. So, jetzt bekommt, nee, Entschuldigung, 50 Punkte, 7,86 bis 8,36. Jetzt bekommen wir gerade den Break auf der Unterseite zu sehen. Also dieses Szenario wird jetzt eben entsprechend gerade getriggert. Mit grün hier gekennzeichnet, das Vortagestief. Sollten wir unter das fallen, wäre denkbar, dass wir ja noch weitere Abwärtsdynamik auch zu sehen bekommen, die uns tatsächlich dann doch noch in den Bereich führen könnte, um die Tiefs von letzter Woche Donnerstag, also eine kurze Attacke auf die Unterseite. Aber alles in allem muss man schon sagen, wenn man sich den Kursverlauf bis hierhin anschaut und wenn man sich vor allem auch anschaut, wie sich der Dow Jones in den letzten Tagen präsentiert hat, tut man vielleicht derzeit gut daran, hier keine großen spektakulären Bewegungen oder dergleichen eben zu erwarten. Meistens ist das dann so der Moment, wenn man dann aufsteckt, in Anführungsstrichen, dass man genau dann den Break zu sehen bekommt. Aber selbst das fände ich noch absolut in Ordnung, denn man tut derzeit vielleicht gar nicht mal so schlecht daran, hier dann so ein wenig auch Geduld walten zu lassen. Der US-Dollar, ich sehe gerade, kommt jetzt wieder so ein bisschen unter Druck. Das ist ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Wir haben uns recht passabel eigentlich geschlagen. Wir sehen hier, dass der Nikkei, Entschuldigung, Nikkei, der Dollar-Yen zum Beispiel, dass der eine Korrekturbewegung, kurz noch einen Blick, auf den Weg gebracht hat, ausgehend von den Tiefs heute früh, ja, wo wir bis 113,20 verkauft worden sind. Gegenbewegungen, die uns zeitweise über 114 zurückgeführt haben, und die werden jetzt wieder recht scharf abverkauft. Also eine erhöhte Volatilität weiterhin im japanischen Yen, im Dollar-japanischen Yen. Das ist insofern auch ganz relevant, als dass man sich immer vor Augen führen muss, dass das ein sehr, sehr gutes, eine sehr gute Währung ist, um den Risk-Off-Modus im Grunde genommen zu messen im Markt. Also die Risikoaversion der Marktteilnehmer, und dass der japanische Yen sich derart stark performt zeigt, ist eigentlich ein Indiz dafür, dass es früher oder später wohl auch in den Aktienmärkten dann eher turbulent wird, oder zumindest mal, dass ein kurzzeitiger Risk-Off-Modus dann anstehen könnte. Die Devisenmärkte, die fungieren hier nicht selten als klassische, dass die sich dann als klassische Vorläufer manchmal präsentieren. Ich habe jetzt gerade eben hier so kurz mal geschaut. Parallel, ich suche nämlich gerade, ob irgendwelche großen News gerade über den Ticker gelaufen sind oder dergleichen. Ich meine, Volatilität nochmal, müssen wir uns wirklich fragen, ist das jetzt gerade hier so der ultimative Abverkauf? Ist es eigentlich nicht, aber nichtsdestotrotz gerade die Schwäche, die leichte Schwäche hier im
Dow Jones, die ist dann schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überraschend gerade. Gut, aber wie auch immer, das soll ein ganz kurzes Format werden, deswegen wollen wir uns lieber Märkten widmen, die vielleicht rein technisch früher oder später mal interessant werden könnten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Intraday-Szenario. Der Dollar-Schweizer-Franken, der ist mir da ins Auge gestochen. Und zwar, nachdem wir hier an der 1,0340 an dieser Region gescheitert sind, also wir sehen auch übrigens, jetzt müssen wir mal kurz schauen, ja, bis 2013 zurückgehen. Kurz bevor es hier den Absturz gab im Januar 2015, das ist eine gern gesehene, immer wieder getestete Region. Ja, die ist ein bisschen breiter gefasst, aber nichtsdestotrotz, es ist eine gern getestete Region auf der Oberseite, die dort gerne als Widerstand fungiert, auch dieses Mal wieder fungiert hat. Von dort bekommen wir einen schärferen Abrücksetzer zu sehen. Und der führt uns hier in den Bereich um roundabout 99,30, 99,70. Ja, und in diesen Gefilde stoßen wir gerade vor. Es könnte durchaus sein, dass das ein attraktiver Bereich ist, um sich long zu positionieren. Das, was ich allerdings hier berücksichtigen wollen würde, ist folgendes. Dollar-Franken und Euro-US-Dollar sind ausgehend von der immer noch stattfindenden Manipulation des Euro-Schweizer-Franken sehr stark positiv, negativ zueinander korreliert. Das bedeutet etwas anders formuliert. Wenn ich jetzt hier ein Long-Szenario für Dollar-Franken zeichne, dann ist das gleichbedeutend mit einem Short-Szenario, was ich auch für den Euro-US-Dollar eben formuliere. Oder um es etwas anders zu formulieren, wir haben heute früh ja auch schon bereits mal kurzzeitig hier den Ausbruch thematisiert auf neue Hochs, also neue Jahreshochs an dieser Stelle über die 0,37er-Marke. Das würde dann in diesem Zusammenhang nichts anderes bedeuten, als dass es sich hier eher um einen Fehlausbruch handelt. Also eventuell marschieren wir nochmal ein bisschen, wenn wir ein bisschen tiefer in den Bereich 0,9930 bzw. 0,9970 im Dollar-Franken eintauchen. Also nochmal ein bisschen Dynamik auf der Unterseite zu sehen bekommen. Das beschleunigt vielleicht hier nochmal kurz einen Stint auf der Oberseite. Aber das Erreichen und der Bruch der 0,870,09 würde vor diesem Hintergrund sehr unrealistisch sein. Also sollte nicht erfolgen. Also das bedeutet, wenn ich den Euro-US-Dollar hier von der Long Seite thematisiere, müsste ich Dollar-Franken entsprechend von der Short-Seite thematisieren. Persönlich sehe ich derzeit hier eine starke Unterstützungsregion, in die wir laufen, ausgehend von welcher Dollar-Franken wieder aufdrehen sollte, dürfte. Ja, richtig eintrüben wird sich das Bild erst, hier sollten wir signifikant unter die 95 fallen. Und das wäre gleichbedeutend dann, dass da dieser Vorstoß über die 07 oder 0,37, 0,57 im Euro-US-Dollar, dass es sich dabei um einen Fehlausbruch handelt. Also Dollar-Franken in diesem Bereich findet eine sehr attraktive Region für eventuelle Long-Engagements. Eventuell auch aus Carry-Trade-technischer Sicht ganz interessant. Ergänzend vielleicht noch abschließend möchte ich noch hier die Möglichkeit nutzen, auf eine Frage aus meinem Stream einzugehen zum britisch Pfund Neuseeland-Dollar. Und zwar war dort die Frage, ob ich jetzt hier sich einen möglichen Trend etablieren sehe. Und ob ich das... Oh, das war jetzt Blödsinn. Ich brauche natürlich hier den Wochenchart. So, das wollte ich mir angucken. Ob ich da jetzt einen Trend sich etablieren sehe und ob britisch Pfund, Neuseeland-Dollar, also das ist nicht der Daily, ist der Weekly jetzt, ob ich dann hier eben entsprechend mit Bruch der 1,80 britisch Pfund, Neuseeland-Dollar long handeln würde. Zwei Gründe, warum ich das nicht tun würde. Der erste Grund ist der, ich sehe hier mit Überwinden der 1,80 keinen Trendbruch, sondern sehe den Trendbruch erst mit Überlaufen der 1,84 hier, beziehungsweise tatsächlich gar sogar erst mit Bruch der 1,90, mit der 1,91 hier, also dem Hoch aus der Woche vom 18.07.2016. Also das heißt, erst dann wäre das für mich ein Trendbruch, denn damit das hier ein relatives Hoch wäre, müssten wir hier auch dann tiefere Tiefs markieren. Das haben wir aber nicht zu sehen bekommen. Also wir sind zwar sehr bärisch ins Jahr gestartet, ins Jahr 2017, britisch Pfund generell, auch britisch Pfund Neuseeland-Dollar hat abgegeben, aber wir sind eben nicht unter diese damaligen Flash-Crash-Tiefs gefallen vom 7.10. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass das hier kein relatives Hoch ist, sondern ein Swing-High. Und deswegen ist das nächste Level, rein markttechnisch betrachtet, ist dieser Bereich um 1,90, 50, 1,91 eben so ungefähr. Das heißt, dafür bräuchte ich erst den Trendbruch. Und zweitens, und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen signifikanter, und zwar britisch Pfund Neuseeland-Dollar, das hat die Eigenart, dieses Währungspaar hat die Eigenart, wenn ich das long handle, dass ich dann dort einen negativen Carry habe. Also das bedeutet, ich leihe mir ja dann Neuseeland-Dollar, teuer, hochverzinst, und investiere die niedrig verzinste britische Pfund Sterling. Das ist eine, dann besonders wenn man das ein bisschen längerfristig plant, zu halten die Position, das ist ein Kostenfaktor, den ich selten wirklich willens bin zu tragen. Also natürlich, wenn da Riesenbewegungen anstehen, ja, also bedeutet etwas anders.
wenn ich dann solch eine Bewegung hier erwische, wo wir damals 2015, Mitte 2015, im April war es ungefähr, hier dann über diese Hochs fürs Jahr 2015 respektive 2014 gegangen sind und sich dann solch eine monstertrendige Bewegung hier anschließt, wo wir 4000 Pips auf der Oberseite marschieren, ey, dann spielen natürlich in diesem Zusammenhang Carries keine Rolle, denn das, was ich oder wo ich diese Position eben hier entsprechend halte, das kostet mich zwar ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz wird das mehr als deutlich kompensiert durch eben entsprechend diese sehr trendige Bewegung, die sich angeschlossen hat. Aber hier ist es derzeit eben so, ich weiß auch gar nicht, der Chart geht nicht so weit zurück, wie dann sich der Vorteil hier dargestellt hat, aber hier sind wir eben in einem Marktumfeld, der spricht eher für für Neuseeland-Dollar. Britisch Pfund könnte sich erholen, ja, das ist durchaus denkbar, aber nichtsdestotrotz, ich wäre da nicht so optimistisch derzeit. Also zumindest mal Britisch Pfund gegen den Neuseeland-Dollar vor dem Hintergrund des Carry-Gedanken. Wenn ich optimistisch fürs Pfund wäre, würde ich Pfund Sterling hier gegen andere Währungen long handeln, nicht gegen Hochzinswährungen, wie zum Beispiel Kiwi oder auch den Austral-Dollar. So, das nochmal ganz kurz abschließend dazu und damit soll es das dann auch gewesen sein. Wie gesagt, Trading-Setups, das wird ganz schwer. Primär soll es der Dow Jones sein und der gibt uns alles andere als die Action, die wir benötigen. Ja, mal schauen, wie sich das dann in den kommenden Tagen darstellt. Wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, heißt es. Insofern, vielleicht haben wir dann früher oder später mal wieder ein bisschen Glück mit der Volatilität und die wird dann gleich auch getragen von den europäischen Märkten. Fangen wir gleich mit dem Morning-Meeting dann an, Trading-Szenarien zu zeichnen und den DAX zu traden. Ich könnte mir dann sogar vorstellen, Positionen zu halten, die ich dann auch im Morning-Meeting natürlich mal analysiere, euch zeige, wie ich das mache, was ich da tue. Aber aktuell ist das einfach nur ein, ja, ein Krampf, leider. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Happy Trading, passt eure Stops auf und wir hören uns morgen dann zum Morning Meeting um 10:30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin, habt euch wohl, macht's gut und tschüss.